Hallo, heute habe ich euch ein Lied von der Lila Lindwurm CD Monster Quatsch und Wackelzähne mitgebracht, was auch nicht im Live-Programm ist, also noch wieder was ganz Besonderes. Und das Lied handelt von Spaghetti. Spaghetti und die Schwierigkeiten, Spaghetti zu essen. Für die, die sich dafür interessieren, am Schluss werden wieder die Griffe erklärt, aber jetzt erstmal das Lied zum Mitrollen. Ihr seid so furchtbar lang und ihr wollt nicht auf die Gabel. Ich krieg sie in euch rein, doch ihr flutscht mir immer weg. Warum seid ihr nun so lang und wollt nicht auf die Gabel? Ich schaff es einfach nicht, denn ihr flutscht mir immer weg. Spaghetti, Spaghetti, ich ess so gern Spaghetti. Spaghetti, Spaghetti, doch ich krieg euch nicht. Spaghetti, Spaghetti, ich ess so gern Spaghetti. Spaghetti, Spaghetti, doch ich krieg euch nicht. Jetzt stellt euch nicht so an und kommt auf meine Gabe. Ich roll euch hin und her, doch ihr flutscht mir mal weg. Ich verliere jetzt die Geduld, immer flutscht ihr von der Gabe. Das kann einfach nicht sein, kommt und stellt euch nicht so an. Spaghetti, Spaghetti, ich ess so gern Spaghetti. Spaghetti, Spaghetti, doch ich krieg euch nicht. Spaghetti, Spaghetti, ich ess so gern Spaghetti. Spaghetti, Spaghetti, drum ess ich jetzt Pommes frites. Ja, Pommes frites sind wesentlich einfacher zu essen. Und das Lied ist nicht schwer zu spielen. G-Dur am Anfang, ihr seid so furchtbar lang und wollt nicht auf die Gabel. Da kommt dann D-Dur und dasselbe nochmal. D-Dur, piekst sie in euch rein, doch ihr flutscht mir einfach weg. Dann wieder aufs G-Dur zurück und das dann nochmal in der Strophe wiederholt. Dann kommt der Refrain, der kommt dann, fängt mit C-Dur an. Spaghetti, Spaghetti ist C-Dur, ich ess auf S, dann G-Dur, so gern Spaghetti, D-Dur, Spaghetti, wieder C-Dur, Spaghetti, drum, S, G-Dur, ich, jetzt, D-Dur, wieder G-Dur, oder doch, ich krieg euch nicht, selbe Griffe, G-Dur, D-Dur, G-Dur dann am Schluss. Viel Spaß beim Spielen und guten Appetit.